Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen bei Play the Stuff. Ich durchstöbere seit ein paar Jahren Flohmärkte und Secondhand-Läden nach Videogames, Actionfiguren, Brettspielen und anderen ungewöhnlichen oder wertvollen Dingen. Dieser Flohmarkt war einer der besten, auf denen ich jemals war. Ich habe ganz, ganz selten so viel cooles Zeug auf einem Haufen gefunden. Es war absolut großartig. Dieser Flohmarkt war wirklich phänomenal. Der ist nur zweimal im Jahr, glaube ich, und da sind nur Privatleute. Deswegen bin ich da mit relativ hohen Erwartungen hingegangen. Allerdings wurden diese ohnehin schon hohen Erwartungen nochmal massiv übertroffen. Ich habe unglaubliche Dinge gefunden und das zu unglaublichen Preisen. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Es waren wirklich nur richtig geniale Sachen. Aus allen Bereichen ist was dabei. Bleibt unbedingt dran, es wird super spannend. Ja, hier hatten wir auf jeden Fall ganz am Anfang schon mal ein paar schöne Wrestling-Figuren. Für mich natürlich immer interessant, vor allen Dingen zum guten Preis. Die habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Guck mal, wer jetzt bei 3 und dann machen wir 4, okay? Ja, ist okay, die wollten nicht handeln, weil es noch früh war. Ist absolut okay, ein 5er. Und ich habe an dem Stand direkt noch was Cooles gefunden. Einmal 5 für dich. Dankeschön. Wollt ihr für die beiden haben? Keine Ahnung. Haben wir nochmal einen 5er wie gerade? Für beide? Jo. Nö. Nö, wie viel dann? Dann gib mir 7 für beide. Ja, machen wir. Oh, da haben wir ja einen alten Klassiker hier. Ja, aber. Ist da noch alles drin? Ich habe keine Ahnung. Ja. Also es ist eigentlich, ich habe es nie wirklich gespielt. Das war schade, das war super. Ja, ich weiß. Wir haben AD&D gespielt. Ja, das haben wir auch gemacht, genau. Und das schwarze Auge und den ganzen Quatsch, was es alles so gab. Ja. Das war so der Einstieg. Das hat einen so angefixt. Ja, was wollte er dafür haben? Ich glaube, da kann ich jetzt fast nicht widerstehen. Okay. Ja, das sieht wirklich noch super aus. Ja, fehlen auch nicht viele Blätter hier von dem. Das sieht hervorragend. Ja, die kann man ja notfalls kopieren. Ja, also durchzählen ist, glaube ich, müßig. Ja, wie gesagt, ich war zu alt, um damit Quatsch zu machen. Und das war gut so. Ich habe einen Ork habe ich noch, einen Sohn habe ich noch. Den hatte ich mir mal angemalt und den habe ich verwahrt. Okay. Alles andere, ich weiß nicht, wo es hin ist. Es ist traurig. Aber man findet Sachen ja wieder. Ja, auf dem Trödel, ne? 15 Euro, ist das okay? Ich glaube, das ist mehr als okay. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Cool. Gerne. Und das ist das Originalticket für Gleis 934 hier. Genau. Aus London. Ja, die Karte habe ich nicht mitgenommen, fand ich nur witzig, aber das Hero Quest, das ist in so einem genialen Zustand. Ich zeige euch das natürlich nachher nochmal in Ruhe. Das konnte ich einfach nicht liegen lassen, das Teil. Ja, es wackelt hier wieder so ein bisschen. Das liegt daran, dass ich auf diesen kleineren Märkten eigentlich immer mit dem Handy filme. Ich finde es da irgendwie ein bisschen seltsam, mit so einer großen Actioncam rumzulaufen. Weiß ich nicht. Das ist nicht so mein Ding. Ich mache das ab und zu noch auf den größeren Parkplatzmärkten, habe da dann halt ein bisschen bessere Qualität. Hier liefen halt auch ständig Kinder rum und mit dem Handy hat man halt den Vorteil, dass man einfach das filmen kann, was man filmen möchte und dann hinterher nicht so viel schneiden muss. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit, so leid es mir tut. Ich denke aber, die Qualität geht klar und zumindest seht ihr meine Funde.
Ja, die PS4-Spiele gerade, da war nichts Spannendes dabei. Aber hier haben wir ein paar PSP-Spiele mit Preisschildern. Sehe ich ja eigentlich immer nicht so gerne, aber wenn die Preise so gut sind wie da, dann ist das in Ordnung. Dann kann man da auch 3 Euro draufschreiben. Da habe ich mir auf jeden Fall ein bisschen was für die PSP mitgenommen. Und eure? Ja. Macht er mir einen Fünfer, wenn ich zwei nehme? Ja. Dann würde ich die beiden nehmen. Sollte er den abmachen, dann könnte er hier wieder gut aufpassen. Erst das Hero Quest und jetzt auch noch das hier. Masters of the Universe 2000 X-Figuren mit OVP. Unglaublich, was auf diesem Flohmarkt alles rumlag. An dem Stand habe ich einiges mitgenommen. Ihr seht gleich auch noch was anderes, was ich da noch gefunden habe. Aber die Figuren sind ja wohl schon mal einfach der Hammer. Habe ich noch nie auf dem Trödel gesehen. Beziehungsweise ja, höchstens mal beim Händler ein oder zwei. Hier kriege ich zum vernünftigen Preis richtig geniale Moto-Figuren. Im Nachhinein, also ne, die sind ja jetzt nochmal neu aufgelegt. Ja, das habe ich wieder mitbekommen, genau. Die sammle ich jetzt. Ja, ja, da habe ich auch mehr von, ja, da hatte ich auch schon ein paar. Aber so im Nachhinein finde ich sie ganz nett, aber so wirklich waren die auch nie meins. Die waren halt zum Spielen nicht so geeignet, fand ja. ich. Ja, und wenn man so, aber so ein bisschen so dieses Nostalgische, so, da waren die ja schon manchmal... Ja, die over the top, ne? Aber ich mochte das Design damals schon, aber irgendwie war ich da aus dem Alter raus. Ja. Ich hab mir einen, weil ich dachte, oh, Masters und dann... Ja. Das gut, was nimmst du für so einen? 12. Die offenen, die beiden sind schon offen. Ah, okay. Der ist noch zu, für den 12, für die jeweils ein 10er. Den habe ich in Lose, den habe ich irgendwann nachgekauft. Ach, cool. Da war es natürlich trotzdem nochmal cool, in Packung zu haben. Also haben wir mehr. Obwohl, ich brauche ja keinen dritten davon. Ja, dann Ramen. Genau, Ramen auf jeden Fall. Ich überlege halt gerade, ob ich den noch, der ist irgendwie, sieht leicht repainted aus. Ja, ne? Genau, der ist so, die beiden sind so repainted und der ist noch original noch. Ja, den habe ich irgendwann nachgekauft. Ja. Der sieht aus, als hätte man da irgend so ein ich weiß nicht, wie es heißt, was man halt drüber pinselt, damit ja, genau, das ein bisschen, dass es so ein bisschen echter wirkt, ne? Ja, ja. Also so ein bisschen so diese Metallteile auch. Ja, ich glaube, die beiden nehme ich schon mal. Ich sehe schon, hier ist noch mehr Cooles. Cool. Ich gucke. Ja, soll ich die schon mal zurückhalten? Ja, die nehme ich auf jeden Fall jetzt. Für das Geld. Ja, was für ein Stand. Super netter Verkäufer übrigens. Und der hatte einfach so coole Sachen. Ne? Ihr seht da einen Ringgeist aus Herr der Ringe. Da kamen damals wunderschöne Spielzeuge raus. Und ich hatte den Ringgeist damals allerdings in der stehenden Variante und nicht den mit dem Pferd, weil er doch ziemlich teuer war. Ich hatte auch noch ein paar andere Figuren. Ein paar habe ich auch schon auf dem Trödel gefunden, aber die sieht man gar nicht mehr so oft, vor allen Dingen nicht in gutem Zustand. Ja, den musste ich natürlich auch mitnehmen. Das ging nicht anders. Hast du das Schwert hier zufällig auch noch irgendwo? Nee, das leider nicht. Ich habe alles abgesucht. Ich habe es nicht. Ja, das ärgert mich auch. Ich glaube, der hatte einen Dolch und ein Schwert damals. Die Figuren hatten nur ein Schwert. Hier so ein okay, ich hab den stehenden. Davon ohne Pferd. Der hat, glaube ich, der hat noch einen Dolch dabei. Ja, das kann sein. Das war, glaube ich, damals die Variante mit Pferd. Was willst du für den haben? Ja, auch ein 10er. So, ich denke mal, wenn wir gleich noch ein bisschen handeln, kommen wir zusammen. Machen wir für alles 25, dann würde ich sofort sagen, nehme ich. Ja, 25 ist ein bisschen wenig. Warte mal, für 30. 28. Machen wir 27,50, dann sind wir genau in der Mitte. Komm, okay. Was ist der noch hier, das Kleine? Ja. Sieht relativ gut aus. Was habt ihr da angesetzt? Um die 20 Euro mit den ganzen Spielen. Das klingt halt tatsächlich so gut. Ich gucke aber trotzdem mal kurz, was dabei ist. Oha. Ah, die guten China-Module damals vom Flohmarkt. Das hatte ich auch. Aber mir waren es, glaube ich, sogar 100 Spiele oder so. Könnte ein 50er wechseln, da würde ich den mitnehmen für uns, Fanny. Ich habe es da drüben gerade auch schon nicht geschafft. Ich habe irgendwie 20 Euro Kleingeld oder so, glaube ich. Aber dann wäre alles weg. Das wäre so dumm. Ja, ich bin schon mit denen da oben zufrieden. Die sind ja vom ganz Alten. Ja, ja.
Ein weiteres Highlight nach all den anderen Highlights. Wirklich unglaublich, dieser Flohmarkt. Der GBA hat 20 Euro gekostet. Da waren viele Spiele dabei, unter anderem auch ein richtig teures. Da habe ich natürlich nicht mehr gehandelt. Zwanni geht absolut klar. Jetzt zeige ich euch die Sachen nochmal in Ruhe. Die beiden Jungs hier habe ich direkt am Anfang des Flohmarktes gefunden. Einmal haben wir hier Sergeant Slaughter und einmal haben wir Mr. Perfect. Ja, die gucken ein bisschen böse und ein bisschen seltsam rein. Trotzdem sehr, sehr schöne Actionfiguren. Es sind tatsächlich meine ersten Wrestling-Figuren aus der Zeit. Ich hatte schon mal so ein paar in der Hand, aber die waren dann irgendwie zu teuer oder zu schäbig. Die finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her okay. Was die wert sind, weiß ich überhaupt nicht. Ich würde jetzt mal so einen Zehner vielleicht sagen pro Stück. Um den Dreh wahrscheinlich. Am gleichen Stand gab es dann noch zwei N64-Games. Einmal Turok und einmal GoldenEye. Turok kennen wir ja alle. Gutes Spiel. Zustand ist auf jeden Fall in Ordnung. Alles gut. Ja, und das hier, das ist was Besonderes, denn das war nicht nur ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, sondern das war auch unfassbar schwer zu bekommen damals. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Es ist übrigens auch heute noch schwer zu bekommen. Ich wusste das nicht. Ich habe das relativ blind mitgenommen. Ich wusste nur, dass es ein gutes Spiel war. Das habe ich nämlich damals beim Kumpel mal gezockt auf dem N64. Aber die Geschichte dahinter und wie selten das ist, war mir gar nicht klar. Auf jeden Fall habe ich alleine wegen dieses Games da einen richtig, richtig guten Deal gemacht. Hier haben wir zwei richtig tolle Spiele und ihr wisst ja, ich und die PSP, wir sind Freunde. Einmal haben wir God of War, Chains of Olympus. Ja, das ist einer der beiden PSP-Ableger und die haben echt alles aus der kleinen Konsole rausgeholt. Die haben wirklich Spaß gemacht und konnten es mit ihren großen Vorbildern durchaus aufnehmen. Chains of Olympus. Und hier haben wir nochmal Dissidia Final Fantasy. Ich finde einfach die Optik hier schon sehr, sehr cool. Ich meine, da gibt es auch eine weiße Variante von. Ich finde die wesentlich cooler, muss ich sagen. Schwarz ist ja auch eh meine Farbe. Ja, sehr, sehr schön. Auch hier, richtig toller Zustand. Genial. Dieses Spiel ist ein bisschen zu groß für den kleinen Kameraausschnitt, aber ihr wisst, was es ist und ihr seht es ja auch einigermaßen. Es ist HeroQuest, das Spiel der großen Abenteuer in einer Welt der Fantasie. Ich habe tatsächlich erst ein HeroQuest gefunden in meiner Karriere, habt ihr ja gesehen, ist auch schon ziemlich lange her. Der Zustand war gar nicht so schlecht, aber halt nichts Besonderes. Jetzt schaut euch dieses HeroQuest mal an. Das sieht fast aus wie neu, da ist nichts dran. Minimal mal eine Delle, eine Macke oder irgendwas, aber in dem Zustand ein HeroQuest zu finden, ist absolut unwahrscheinlich. Ich bin super froh darüber, auch wenn es schon das zweite Mal ist. Ich habe mindestens noch drei Leute, die auch eins haben wollen. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich hier jetzt zu viel Hero-Quests habe. Wollen wir mal reingucken? Ich denke schon. Hier haben wir das Spielfeld. Auch da nichts dran. Einfach phänomenal. Ja, und hier das ganze Spielmaterial. Ich werde das jetzt nicht alles auseinanderfriemeln. Ihr wisst, was HeroQuest ist. Ich zeige euch das nochmal kurz. Hier haben wir die Anleitung dazu. Hier haben wir den Kartenstapel mit verschiedensten Karten. Das Highlight bei HeroQuest sind aber weiterhin die unfassbar schönen Figuren, die dabei sind. Und das auch in großer Menge. Zum Beispiel er hier mit allem drum und dran. Den Kopf kann man abnehmen, die Flügel kann man abnehmen. Die fehlen gerne mal, aber hier sind sie vorhanden. Ja, dann gibt es halt noch diverse andere Kreaturen, die alle viele Einzelteile bieten, die abbrechen können und die es auch gerne und oft bei den meisten getan haben. Und dann haben wir natürlich auch noch hier unsere tapferen Helden. Die sind rot, auch hier, ne? Empfindliches Schwert hier beim Elben. Aber alles ist vorhanden. Diese Version ist wirklich in Top-Zustand. Auch hier diese Pappteile sind oft total verbogen. Also das wirkt so, als wäre es einmal zusammengebaut und dann nie mehr gespielt worden. Und ihr seht, ich bin immer noch so ein bisschen selbst begeistert und aufgeregt, wenn ich euch das hier erzähle. Hier sind die Kleinteile drin. Da gibt es Ratten und Totenköpfe und Kerzenständer. Die sind hier drin, hier sind die Würfel. Dann gibt es hier noch das Buch der Herausforderung. Da sind quasi die Abenteuer drin, die man spielen kann mit Karten. Auch das hier unbenutzt, nichts reingeschrieben. Und hier gibt es dann noch die Heldenkarten. Es gibt den Alp, den Zauberer, den Zwerg und den Barbar. Und die gehen dann gemeinsam auf Abenteuer und zeigen dem Dungeon mal, wo der Frosch die Locken hat.
Es gibt mittlerweile auch eine Neuauflage, wenn ihr das unbedingt haben wollt und es nicht für 100 Euro auf eBay gebraucht kaufen wollt. Allerdings kostet die ungefähr genauso viel und hat ein etwas anderes Cover, etwas anderes Design, etwas andere Figuren, was vielen Leuten anscheinend nicht gefällt. Von daher ist und bleibt das hier wohl immer noch das coolste HeroQuest. Diesmal habe ich echt richtig viele Highlights. Was wir hier haben, ist ein Ringgeist, ein Ring Spirit aus Herr der Ringe. Und zwar zu den Filmen, damals ja Anfang der 2000er rausgekommen. Es ist die Variante mit Pferd. Ich habe eine andere Variante davon, das ist ein normaler stehender Ringgeist. Leider fehlt hier die Waffe. Ich habe ihn noch gefragt, hast du die nicht noch? Also hier, das Teil ist da, aber die Waffe fehlt. Und er meinte, nee, habe ich schon geguckt, habe ich leider nicht mehr. Trotzdem, da finde ich schon irgendwas als Ersatz oder bastel mir irgendwas. Trotzdem eine phänomenale Figur. Vor allen Dingen halt richtig viel Stoff, ne? Und auch unter dem Stoff ist halt alles noch schick. Aber die sieht einfach großartig aus. Sie hat halt kein Gesicht, da ist halt nur Leere. Und die Hände hier mit den Handschuhen auch einfach richtig, richtig schön gemacht. Ich lege das Pferd nochmal eben zur Seite. Und auch hier, guck mal hier unten, der Umhang. Der ist nicht, den habe ich nicht dreckig gemacht, sondern das ist ab Werk so. Einfach nur phänomenal. Wirklich, wirklich schön. Dazu gibt es noch sein ebenso schönes Pferd. Auch guckt euch mal den Kopf an. Also wirklich, das ist echt. Also auch für die Zeit, wo schon viele tolle Actionfiguren da waren, ist das nochmal ein echtes Highlight. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Das Pferd hat eine Funktion. Kann hier den Knopf drücken und dann wird ordentlich getrabt. Hat hier auch so ein paar Verletzungen und solche Geschichten. Einfach toll. Da ist eine Batterie drin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Augen haben geleuchtet oder hat das irgendwelche Sounds gemacht? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich meine, irgendwo hat was geleuchtet. Na, auf jeden Fall einfach herrlich. Schade, dass das Schwert fehlt trotzdem. Der hatte leider nur die eine Figur. Deswegen konnte ich nicht mehr mitnehmen. Aber der hatte auch noch was anderes. Und das ist fast noch cooler. Man-at-Arms und Ram-Man. Aus der 2000X-Serie. Mit Kartons. Die sind schon mal aufgemacht worden, aber es ist noch alles da. Wir haben hier einmal Man-at-Arms, einmal Ram-Man und wir kommen jetzt mal zu einer Sache, da habe ich eine Frage an euch. Und zwar habe ich Man-at-Arms schon in ausgepackt. Dieser hier hat allerdings eine andere Farbgebung. Dieses Teil hier ist silbern. Das ist es bei meinem nicht. Bei meinem ist das ja in diesem komischen Blau halt, so ähnlich wie die Waffe. Und auch der Gürtel ist anders und dazu kommt noch das Ding, dass er halt so aussieht, als hätte man ihn komplett mit irgendeinem Wash eingestrichen, damit die Figur ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das eventuell der Verkäufer gemacht hat, aber so wie wir uns unterhalten haben, wirkte das nicht so. Also meine Frage ist das eine besondere Version? Weil beim Ram-Man ist es genauso. Der hat halt auch diesen Tiefeneffekt und diesen schwarzen Wash. Darüber. Hier links ist mein ausgepackter Man-at-Arms und rechts ist der frisch gekaufte und ich denke, ihr seht den Unterschied. Wenn da irgendjemand was weiß, was das für eine Version ist, wie die sich nennt oder dass es die definitiv nicht gibt und dass das selbst gemacht sein muss, dann wäre es cool, wenn ihr mich da informieren würdet. Im Grunde genommen ist das natürlich völlig egal, ob da irgendwie selbst angepinselt wurde oder nicht. Die sehen gut aus. Sie sehen sogar noch einen Hauch besser aus als das Original in meinen Augen. Gerade hier das Silber ist halt realistischer. Hier nochmal den guten Ram-Man. Der sieht von hinten sogar noch ziemlich gut aus. Das Ding lasse ich lieber dran. Ich will nichts kaputt machen. Der hat auch sein Feature, dass der halt so hoch springt und irgendwas rammt. Funktioniert auch. Einfach schön. Es sind meine ersten Moto 2000X-Figuren auf Karte, wohlgemerkt. Als ich die beiden vom Weiten gesehen habe, war ich schon hin und weg und ich dachte, ich kann sie mir einmal kurz angucken und dann sagt er 50 Euro pro Stück. Aber nein, hat er nicht gesagt, er hat sie mir zum guten Preis verkauft, war auch ein super netter Typ. Hier kommen wir zu meinem letzten Fund und das ist auch wieder so unglaublich. Ich habe dieses Teil so lange gesucht und ich habe nie einen gefunden und mich immer geweigert, viel Geld auszugeben. Und jetzt finde ich ihn zum Schnäppchenpreis. Ich würde sagen, nach über 3 Jahren ist das auch verdient, ihn zum Schnäppchenpreis zu bekommen. Und es war auch eine Menge Zubehör dabei. Das ist doch ein Geräusch, was man gerne hört. Dieser wunderbare Game Boy Advance SP funktioniert. Wir stellen mal den Sound wieder runter. Es war eine Halterung dabei, die finde ich eigentlich ganz witzig.
Damit hat man halt dann wirklich so ein bisschen ein Controller-Gefühl, aber man kann ihn natürlich auch ohne Probleme da rausnehmen und dann sieht das Ding halt so aus. Ich schalte ihn jetzt erstmal wieder aus. Ihr habt ja gesehen, dass es funktioniert hat. Der Zustand ist wirklich gut. Nicht perfekt, aber wirklich gut. Also hier von innen ist er echt noch top. Von außen hat er so ein paar Kratzer, aber da habe ich echt schon ganz, ganz andere Nummern gesehen. Die sind ja oft richtig durch. Der hat sich gut gehalten. Man sieht es auch von hinten. Hier ist noch alles in Ordnung. Und ja, es ist die AGS 001. Das heißt, das Display ist nicht perfekt. Aber ich hatte bisher nur den normalen GBA. Der hat ja gar keine Beleuchtung. Habe mir den auch nicht irgendwie umgebaut. Von daher ist das für mich ein absolutes Update. Und vor allen Dingen ist halt ansonsten der Zustand wirklich, wirklich gut. Für den Preis, den ich bezahlt habe, ein absoluter Burner. Ob das hier Original Nintendo ist, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Das ist sehr leicht. Netzteil war natürlich auch dabei. Sieht mir nach dem Original aus. Also auch sehr schön. Diese schicke Tasche war auch dabei. Das ist nichts Besonderes. Aber in der Tasche waren ziemlich viele Spiele. Und die gehen wir jetzt auch noch mal kurz durch. Einmal Morhun 2. Die Jagd geht weiter. Einmal Lucky Luke für den Game Boy. Hier haben wir noch einmal Fortress of 4. Das hat auch eine Bedeutung für mich, denn das war eins meiner ersten 5 Gameboy-Spiele, würde ich mal sagen. Ich weiß, das erste war natürlich Tetris, dann war es Solar Striker, weil ich einen Schmupp haben wollte. Und ich glaube, danach kam schon Fortress of 4, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das Cover hat mich einfach sofort angesprochen. Es ist eine nicht so gute Version von Castlevania. Kein wirklich gutes Spiel, aber es ist in Ordnung. Und das möchte ich unbedingt nochmal zocken. Dann haben wir hier Donkey Kong für den Gameboy. Natürlich hier der Klassiker Tetris, darf nicht fehlen. Ah, okay, das ist irgend so eine Fake-Karte mit mehreren Spielen drauf, aber immerhin im Dragon Ball Design. Dann haben wir hier noch einen in einem hässlichen Design, super 32-in-1. Hier haben wir auch sehr cool, wusste ich gar nicht, dass das für ein Game Boy gibt, Wing Commander Prophecy. Dann haben wir nochmal Rayman 3. Dann haben wir nochmal Hugo Advance. Und nochmal Lucky Luke. Ich glaube, da war jetzt kein großer Highlight-Titel mehr dabei. Lasst es mich gerne wissen, wenn ich mich da täusche und da doch irgendwas Besonderes mit am Start ist. Fortress of 4 ist auf jeden Fall für mich was Besonderes. Aber das war auch noch damit drin. Dass da bei diesen Spielen dann noch ein richtiges Highlight dabei ist, ist natürlich auch cool. Der Zustand ist ziemlich gut, würde ich sagen. Ist auch definitiv ein Original. Ja, das hat die ganze Sache halt noch cooler gemacht. Der Deal war ohnehin schon großartig. Aber das hat die Sache dann perfekt gemacht. Ja, der SP auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfunde, einfach weil ich da jetzt so lange drauf warten musste. Und dann noch mit ein paar coolen Spielen dabei und hier mit dem Teilchen. Genial, da hat sich die Wartezeit echt gelohnt. Das soll's von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Kommentar, ein Abo oder ein Like da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und oder Abend.